Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir spielen jetzt hier Skyrim weiter und versuchen dieses Rätsel hier zu lösen. Ich hoffe, dass es was wird. Ja. Ein Glück habe ich das Ding. Was muss hier rein? Was muss hier rein? Ich bin direkt hinter euch. Scheiße. Oh, habe ich irgendwas übersehen? Och nein, Bruder. Nein. Nein, 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 nein. Ich glaube, da muss irgendwas rein. Kann ich nicht aktivieren, so. Was übersehen. Da muss ich doch mal ganz kurz Google und Google anschmeißen. Ja, Moment mal. Da ist es peinlich. Ich glaube, ich bin jetzt ein bisschen zu schnell durchgewascht. Ich guck mal. Schrift. Rolle der alten. Wema oder so heißen die. Der Turm von M'Zag. Moment, das ist eine andere Geschichte. Das ist nicht Skyrim Standard. Kann man die Aufnahme irgendwie pausieren? Dann würde ich die mal ganz kurz pausieren irgendwie. Pause, glaube ich, wa? Okay, cool, Freunde, da bin ich wieder zurück. Also, wir müssen... War gar nicht so verkehrt, ich habe ja auch nichts vergessen. Ich muss nur den so lange betätigen, dass der kleine Würfel anfängt zu leuchten. Aha. Das wird epic. Okay, jetzt weiß ich nicht weiter. Weiter habe ich es wieder nicht gesehen. Ich könnte schon fast richtig. Oh nee, das war richtig. Wenn ich den hier jetzt drücke. Nein. Warte. Also ich habe einmal gedrückt. Ah nee, das war schon richtig. Nee, warte. Ich muss so lange drücken, bis der wieder leuchtet, glaube ich. Okay. Ah, jetzt ist er wieder open. Hallo. Geil. Piss dich. Was ist mit Würfel los? Geht ihr voran. Okay. Ich glaube, jetzt passiert gleich irgendwas Ungemütliches. Wie? Das war's? Ich dachte, hier passiert noch irgendwas. Okay, gut. Alduins Fluch. Lies die Schriftrolle der alten Zeit der Wunder. Ich nehme erstmal den Würfel wieder mit. So, Septimus bekommt sein Ding natürlich zurück. So, jetzt muss ich mir erstmal kurz die Schriftrolle reinziehen. Wurde mir gerade gesagt. Blablabla, Schriftrolle der alten Drache.
Okay, cool. Einfach blind geworden. Nice. Lieber es auch nicht. Kann wir sehen. Wir wollen. Irgendwas anderes? Nichts aus. Okay, also nichts Spannendes passiert. Oder verpasst. Wie auch immer. Kann man mal machen. So, jetzt nehmen wir mal ein Tro ein. Dann hoffe ich, dass sie ganz schnell wieder rauskommen, weil ich kann dieses Level komplett gar nicht leiden. Schriftrollen. Ah, lol. Ist irgendwo ein Geheimgang, glaube ich. Aber falls ich richtig gehört habe, hat sich eine Tür geöffnet. Ah, ich bin mal wieder komplett behindert. Und blind. Und renne einfach an allem vorbei, was hier ist. Oder habe ich hier oben irgendwo was versehen, übersehen? Weil meistens ist es eigentlich so bei Skyrim, wenn du irgendein Level fertig hast. Ach da, sag ich euch, alter Blindfisch. Tja, Augen auf im Straßenverkehr. Und schon siehst du mehr. Oder fährst du quer. Wie auch immer. Das kannst du dir natürlich selber aussuchen. Ach lol, das war doch der Turm. Turm von M'Zarg entdeckt. Wie komme ich raus? Ach da. Hallo Welt, ich bin wieder draußen. Was geht? Oder Hallo Welt, ich bin zurück. Euer Drogenkin, was geht ab? Fuß! Ja, so viel dazu. Gucken wir mal hier erstmal in die Truhe rein. Oh geil, Dietrich, ja, die hätte ich auch nicht gerade vor 5 Minuten da drin gebrauchen können. War eine leere Truhe und ich gucke trotzdem rein, alles klar. Vorsichtig. Das Maul. Oh ne. Jedes Mal wieder Gänsehaut, wenn ich bei Skyrim in Skyrim bin und sehe einfach diese unnormal geile Welt. Das ist einfach so schön alles. So wunderschön. Ich könnte nur weinen die ganze Zeit. Okay, nein. So, jetzt muss ich erstmal Weltkarte bitte. Danke. Also jetzt muss ich erstmal zu Septimus Hodenkuss. Wo ist er denn? Als der Welt, ist das richtig? Pass auf. Einfach hin da. Wird schon passen. Aber warte mal. Ah, lol, nee. Ich muss mal kurz. Ich gebe erstmal kurz Septimus das Ding zurück. Septimus Sigmus Außenposten. Ich glaube, das war nämlich mal einer von Oblivion. Ey, mein Pferd! Was geht? War, glaube ich, mal einer von Oblivion. Bin mir aber nicht so sicher. So, meine Freunde. Ey, Septi, du alte Fluppe, du. Was geht? Hallo? Als das Ober... Her damit! Oh, aber die Dweme, die Entschlüsselung wird Zeit in Anspruch nehmen. Zieht eures Weges. Septimus wird euch aufsuchen, falls er noch etwas benötigt. Kannst du einfach hier unten bleiben und mich am Arsch lecken. Was hältst du denn davon? Tschüss. So, jetzt können wir zu die Alten hier hoch. Wo sind sie denn hin? Ah, Welt der Welt. Gehen wir mal dahin. Ich finde es voll geil, dass man die Aufnahme pausieren kann, einfach so zwischendurch. Ey, Patronus, was geht? Die Kerle, die Schriftrolle der Alten. Ja, normal, Bruder. Krach, Carlos, nee. Die Zeit, warum soll ich denn hier? Es gibt keinen Zweifel. Euch treffen.
treibt der Unter. Alter, der hat mich eingefangen. Ey, lass mich raus, Alter! Lass mich raus! Der Erde stehen euch zur Verfügung. Geh weg, du alter Mann! Ich stelle mich dann mal jetzt hier hin und lese einfach mal die Schriftrolle. Ja. So, da, Objekte, Bücher. Schriftrolle der Eltern sollte ich drauf. Ah ja, okay. Heute wird Alduins Herrschaft wiederhergestellt. Aber ich ehre euren Mut. Kriffwoth Akrin, sterbt jetzt vergebens. Für Himmels. Dort unten nimmt keinen guten Verlauf. Wenn Alduin sich unserer Herausforderung nicht stellt, dann fürchte ich, ist alles verloren. Ihr macht euch zu viele Sorgen, Bruder. Wir werden den Sieg erringen. Warum hält sich Alduin zurück? Wir haben alles auf diesen euren Plan gesetzt, alter Mann. Er wird kommen. Er kann unsere Herausforderung nicht ignorieren. Und warum sollte er uns fürchten? Selbst jetzt. Wir haben ihm schwere Verluste beigebracht. Vier seiner Leute sind heute allein meiner Klinge zum Opfer gefallen. Doch noch konnte niemand Alduin selbst standhalten. Galtor, Sori, Irkir. Sie besaßen nicht den Drachenfallschrei. Sobald wir ihn herunterholen, verspreche ich mir, seinen Kopf zu holen. Ihr versteht nicht. Alduin kann nicht wie ein niederer Drache niedergestreckt werden. Seine Stärke übertrifft die unsere. Darum habe ich die Schriftrolle der Alten mitgebracht. Feldir, wir hatten uns doch geeinigt, sie nicht zu benutzen. Ich hatte dem nicht zugestimmt. Und wenn ihr recht habt, nein, werde ich das auch nicht müssen. Wir werden uns selbst um Alduin kümmern, hier und jetzt. Das werden wir schnell genug sehen. Alduin nährt sich. Wie ihr wollt.
Meister Falke, gewährt uns euren heiligen Atem, um diesen Vertrag zu Gehör zu bringen. Hilf fort, Weltenfresser! Durch Worte und älteren Knochen als den euren, brechen wir euren Halt in diesem Zeitalter und schicken euch fort! Ihr seid verbrannt! Wir schreien euch hinaus von all unseren Enden bis zum funktioniert. Ihr habt es geschafft. Ja, der Weltenfresser ist fort. Mögen die Geister unserer Seelen gnädig sein. Gefüllt mit den Seelen eurer sterblichen Mitgeschöpfe, Dovahki. Sterbt jetzt. Und erwartet euer Schicksal in Sovngarde. Lost Fund. Ihr kommt zu spät, Alduin. Dovahki, benutzt Drachenfall, wenn ihr es... So, und um den Ganzen noch die Krone aufzusetzen, knallen wir ihn erstmal vors Ruder an den Kopf. Hey, komm zurück. Wir sind noch nicht fertig. Welcher ist denn welcher jetzt? Nein, ich blick hier nicht durch bei die ganzen Drachen. Ich glaube, das ist alles so böse. Hey, das war ich. Zurück, du blöder Scheißkerl. Blöder, ich war über dieses Schlachtfeld hier auf einmal hingeballert. Ja, das kann man mal machen, durchaus. Muss man auch nicht. Wo ist er hin? Voll. Anstatt ihn einfach gleich zum Boden zieht, nö, fliegt er erstmal hin, entspannt hier noch rundherum, sucht sich einen netten Parkplatz und lässt sich nieder. So, mal schnell nebenbei noch irgendwo aufsteigen. Ausdauer ist auch mal schnell weg. Oh, Talente kann man verbessern. Dann machen wir mal
einhändig. Halt! Genau. Hey! Ich war. Ah. Oh, oh, beste Lied. Komm mit runter, Pussy Dragon. I will beat your ass, bitch. You little stupid reptile. Oh yeah, bitch. Bitte unterlassen Sie das. Bitte unterlassen Sie das. Bitte unterlassen Sie das. Jetzt war nicht richtig gedrückt. Mann, Mist. Was kann ich überhaupt hier, ey? Kommst du jetzt mal zurück hier? Wow, Bruder, lande doch direkt auf mir. Tschüss. Für dich. Erstgeborener von Akatosh, Olagi Zoglok. Hier werde ich nicht fallen. Weder von aber warum nicht? Ich möchte aber. Du blöder. Dovidu. Gegen mich kommt ihr nicht an. Ich werde euch überdauern. Sterbliche Kreatur. Ich glaube nicht. Ich sprich mit Patronax, mit Dingsbums oder mit Dingsbums. Ich würde sagen, das war's erstmal für die Folge. Wir haben Alduin platt gemacht. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, wieder schauen, reinhauen. Bleibt gesund. Und, Okay. Tschüss.